Aleppo in Syrien. Eine Stadt in Trümmern. Letzte Woche waren wir dort. Hier leben Hunderttausende Kinder. Kinder, die vom Krieg traumatisiert sind. Kinder, die alleine sind. Und Kinder, die arbeiten müssen, weil sie alles verloren haben. Mit ihm sind wir unterwegs, dem Franziskaner Pater Matthias. Es gleicht einem Grab und irgendwie verschlägt es einem fast die Sprache. Seit Jahren engagiert er sich, sammelt in Deutschland Geld für die Kinder aus Syrien. Jetzt besucht er sie zum ersten Mal. Ich würde diese Kinder gerne treffen. Ich will hier nicht zuschauen, sondern helfen. Montag vor einer Woche. Wir sind auf dem Weg nach Syrien. Matthias Meyer hat uns eingeladen, ihn auf eine ganz besondere Reise zu begleiten. Der Pater aus Bonn möchte herausfinden, wie es den Kindern in Aleppo geht. Wir fliegen nach Beirut im Libanon. Von dort aus soll es mit dem Auto weiter nach Syrien gehen. Die Kollegen von Pater Matthias helfen auch in Kriegszeiten den Menschen vor Ort. Für ihn ist es die erste Reise nach Syrien. Kinder sind immer die Ärmsten in einem Krieg und auch danach. Gerade die Kinder, die im Krieg geboren worden sind, im Krieg jetzt ihre Lebensjahre vollbracht haben. Ankunft am Grenzort Arida. Hier werden wir viele Male kontrolliert. Dann dürfen wir die libanesische Grenze passieren. So. Okay, erster. Der nächste Schritt ist dann die syrische. Und gar nicht aufgeregt? Nein, nein, Passport, haben wir schon. Passport braucht man. Geht schon wieder los. Wenige Meter weiter. Wir halten am syrischen Grenzposten. Hier ist Filmen strengstens verboten. Es vergehen weitere Stunden. Unsere Dokumente werden genau überprüft. Ich glaube, Druck zu machen und Nerven verlieren wäre das Schlechteste hier. Wie lange warten Sie schon? Jetzt schon ja, über 2 Stunden. Und ich glaube, eine halbe Stunde wird sicher noch dauern. Stunden später überqueren wir die Grenze in ein Land, in das sich kaum jemand mehr traut. Ab jetzt sind wir in Syrien. Wie lief das denn gerade ab bei der Einreise mit dem Gepäck und so? Ja, Gepäckstück muss alles genau durchsucht. Ausgepackt, auch das Auto wurde gecheckt, ob kein Sprengstoff und nichts im Auto ist. Auf dem Weg nach Aleppo kommen wir an Dutzenden Checkpoints des syrischen Militärs vorbei. In den frühen Morgenstunden erreichen wir die Stadt. Aleppo am nächsten Morgen. Pater Matthias und unsere Reporterin fahren zu der Zitadelle in der Altstadt. An den Straßen hängen überall Bilder des Präsidenten Bashar al-Assad. Er kontrolliert inzwischen wieder die ganze Stadt. Es gibt viel Militär. Von oben auf der Zitadelle kann man die ganze Stadt sehen. Nur wenige Kilometer von Aleppo verläuft die Frontlinie zu der Region Idlib, wo immer noch Krieg herrscht. Es ist das letzte Gebiet in Syrien, das von Rebellen kontrolliert wird. Dort sind derzeit 3 Millionen Menschen eingekesselt. Ein Drittel davon sind Kinder. Nicht weit von weg hier, wenn man ihn überblickt, noch Rauchwagen von eingeschlagenen Granaten, wo noch gekämpft wird. Auch in Aleppo kam es jahrelang zu heftigen Kämpfen zwischen Regierung und Rebellengruppen. Aufnahmen aus dem Jahr 2013. Hunderttausende Menschen waren eingeschlossen. Unzählige Zivilisten sind umgekommen. Bis heute schlagen auch in Aleppo immer wieder Geschosse ein. Viele Gebäude sind zerstört, besonders im Osten der Stadt. Etwa 500.000 Menschen sind im syrischen Bürgerkrieg gestorben. Viele Kinder haben ihre Eltern verloren und sind total alleine. Wir wollen jetzt versuchen, in die zerstörten Gebiete von Aleppo zu kommen, um herauszufinden, wie es den Kindern und Menschen dort geht. Wir machen uns auf den Weg. Der 55-Jährige ist erschüttert.
So viel Zerstörung hat er noch nie gesehen. Wie das doch stehen kann. Und was löst es Ihnen denn ganz persönlich aus? Auch eine gewisse Sprachlosigkeit. Wir sehen hier nur wenige Kinder. Die, die überlebt haben, sind in andere Stadtteile oder aus Syrien geflohen. Manche mussten ihre Eltern aber hier zurücklassen. Ich habe gehört, dass hier in diesen Ruinen nicht alle Menschen geborgen werden konnten. Es gleicht einem Grab. Und irgendwie verschlägt es einem fast die Sprache dann. In dieser Gegend liegt jedes Gebäude in Trümmern. Die Stimmung ist gespenstisch. Wir entdecken am Straßenrand eine selbstgebaute Bombe, die nicht detoniert ist. Gott sei Dank ist sie nicht explodiert. Hätte vielleicht noch mehr Menschen zerstören können. Wenn die im richtigen Platz hineinfällt, wo sich eine große Gruppe von Menschen versammelt hat, sind unzählbare tot. Die Franziskaner unterstützen jeden vor Ort, egal ob Christen oder Muslime. In dieser kleinen Wohnung leben drei Familien, finanziert von der Hilfsorganisation. Seit Ausbruch des Krieges haben die Franziskaner knapp 1 Million Euro für die Menschen vor Ort gesammelt. Die 8-jährige Sahra hat erleben müssen, wie 2 ihrer Freundinnen auf dem Weg zum Unterricht von Granaten getötet wurden. Auf dem Schulweg hatte ich Angst, dass ich auch von Granaten getroffen werde. Sahra entschied sich trotzdem, jeden Tag zur Schule zu gehen. Denn sie hat einen großen Traum. In Aleppo haben wir das Problem, dass es wenig Ärzte gibt. Deswegen möchte ich Ärztin werden. Und auch, weil andere Menschen unser Leben gerettet haben. Als die Bomben gefallen sind, haben uns viele geholfen. Während unserer Dreharbeiten sehen wir immer wieder Kinder auf den Straßen, die arbeiten. Kinderarbeit ist verbreitet in Aleppo. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Dieser Mann arbeitet mit den betroffenen Kindern vor Ort. Pater Firas. Der Franziskaner weiß, warum viele von ihnen arbeiten müssen. Das Problem ist, wenn keine Eltern mehr da sind, dann müssen die kleinen Kinder Arbeit finden. Sie arbeiten, um ihren Geschwistern zu helfen, um zur Schule gehen zu können oder um Medizin zu kaufen. Einfach, um jeden Tag zu überleben. Er ist bereit, Pater Matthias und unsere Reporterin zu einer Familie zu bringen, die ein besonders schlimmes Schicksal hat. Mutter und Kinder leben in dieser Baracke. Hallo. Sie haben weder Strom noch fließend Wasser. Die 13-jährige Huda darf nicht zur Schule, muss sich um ihre Geschwister kümmern, damit die Mutter arbeiten kann. Den Vater haben sie im Krieg verloren. Eine schwere Situation für die Frau. Ich bin wegen meiner Kinder sehr traurig. Sie haben ihre Chance auf Bildung verloren. Meine Tochter fragt, wieso sie nicht zur Schule darf. Ich sag, du siehst doch, wie unsere Situation ist. Wer soll sich um deine Geschwister kümmern? Gemeinsam mit seiner Mutter arbeitet der 11-jährige Ahmad jeden Tag 12 Stunden in einer Fabrik für Hosenknöpfe für 7 Euro in der Woche. Ja. Weil ich lesen und schreiben lernen möchte. Ich will zur Schule gehen. Ich möchte, dass er lernen kann und nicht, dass er es später bereut und mir die Schuld gibt, weil er nicht zur Schule darf. Mir sind die Hände gebunden. Ich habe keine Mittel, um für meine Kinder zu sorgen. Das frühere Zuhause der Familie liegt in Trümmern. Als eine Bombe einschlug, wurden die Kinder schwer verletzt. Der kleine Ali hat Splitter in den Kopf bekommen. Sein älterer Bruder in den Bauch. Diesen und anderen Kindern helfen die Franziskaner. In diesem Gebäude in Ost-Aleppo geben sie den Opfern des Krieges medizinische und psychologische Unterstützung. Dieses kleine Mädchen bekommt heute Physiotherapie.
Um traumatische Momente zu vergessen, organisiert die Hilfsorganisation verschiedene Workshops für Kinder und Jugendliche. Tanzen, spielen und basteln. Es sind kleine Dinge, mit denen man hier viel bewirkt. Hier können die Kinder kreativ tätig sein. Das ist auch ein Weg, um viele tragische Dinge zu verarbeiten. Dem Pater aus Deutschland liegt viel daran, den Kindern gemeinsame und unvergessliche Momente zu schenken. Das war ja sehr schön in der Früh zum Hören, wenn sie so richtig tanzen, Musik machen. Da ist Leben, da spürt man, da geht was voran. Das ist neben den vielen Schicksalen, die hier in Aleppo sind, auch ein gutes Zeichen und das freut mich sehr. Die Hilfsorganisation kümmert sich auch um einzelne bedürftige Familien, stellt kostenlose Wohnungen zur Verfügung und verteilt Essen und Medizin. Wir besuchen eine Familie im Westteil der Stadt. Sohn Alexander ist geistig behindert. Seine Schwester Elisa erzählt uns, wie sie den Krieg erlebt hat. Ich habe die Bomben hören können. Ich habe auch davon gehört, dass Bomben eingeschlagen sind und dass Menschen gestorben sind. Wenn ich an den Krieg denke, habe ich Angst. Ihre Familie musste mehrmals fliehen. Auch die momentane Unterkunft müssen sie bald verlassen. Elisa hat nur eine Hoffnung. Ich wünsche mir, dass wir ein eigenes Zuhause haben, nicht mehr fliehen müssen und endlich in Sicherheit sind.